Ein neuer Isekai-Anime bekommt eine Uncut-Version, aber nicht in Deutschland. Ein beliebter Fantasy-Anime geht mit einer zweiten Staffel weiter. Herr der Ringe erhält einen Anime-Film und zwei Serien müssen eine Zwangspause einlegen. Ja, ob das gut geht, das alles und noch viel mehr hier in den Anime-News. So ist mal wieder Dienstag, 15 Uhr und wir gehen die Nachrichten der Woche durch. Auch diese Woche haben wir wieder eine vollgepackte Sendung. Um die nicht mehr zu verpassen, vergiss nicht zu abonnieren und drücke auf den Like-Button, wenn es dir gefällt. Los geht's mit den Anime-Fortsetzungen. Und da wäre der Fantasy die Anime Delicious in Dungeon. Erst vor kurzem ging die Serie mit ihrer 24. Episode zu Ende. Doch die Untergrundverliese sind noch nicht komplett erkundet, alle Mysterien wurden noch nicht gelöst und viel wichtiger, noch nicht jedes Monster, Rüstung oder Taler wurde verspeist. So soll die Serie mit einer zweiten Staffel fortgesetzt werden. Ein Teaser sowie ein neues Visual wurde auch veröffentlicht. Mehr wissen wir aber noch nicht. Also auch kein Erscheinungsdatum. Streamen kann man den Anime bei Netflix da auch schon mit deutscher Synchro. Weiter geht's mit Oshinoko und da geht es ja regulär am 3. Juli mit der zweiten Staffel von dieser Dramaserie los. Wer aber nicht so lange warten kann, kriegt die erste Folge schon am 30. Juni zu sehen. Und zwar auf der großen Leinwand. Nun wurden die teilnehmenden Kinos für Deutschland und Österreich bekannt gegeben. Oder eher die Städte, wo sie stehen. Ich blende die Liste mal kurz ein. Der Vorverkauf ist auch gestartet. Da eine Episode zu kurz ist, wird noch Folge 10 und 11 von Staffel 1 gezeigt. Außerdem erreicht der Manga nun seinen finalen Arc, geht also bald zu Ende. Streamen kann man die erste Staffel bei Universe. Dann haben wir News zu Demon Slayer, dem Hashira Trainingsarc, denn die letzten beiden Folgen werden Überlänge bekommen. Einmal die 7. Folge, die wird 40 Minuten dauern und dann die 8. Folge und damit wird das Ganze auch abgeschlossen. Die geht 60 Minuten, aber man darf natürlich nicht vergessen, das Ganze ist mit Werbung, das kriegen wir natürlich dann bei Crunchyroll nicht zu sehen. Also da würde ich dann immer so 5 bzw. eher 10 Minuten abziehen. Ich bin ganz ehrlich, wir haben jetzt 3 Folgen mit Überlänge gehabt, da hätte man doch eher eine normale 12-Episoden-Serie draus machen sollen, oder? Streamen kann man den Anime bei Crunchyroll. Außerdem wird Tokyo Revengers, diese Gang-Serie, weitergehen mit einer Fortsetzung. Wir wissen aber noch nicht in welcher Form, also ob Film, ob neue Staffel, das ist noch nicht klar, oder ob es nur eine Bonusfolge wird, das ist noch nicht bestätigt worden. Aber trotzdem natürlich eine coole News für die Fans. Streamen kann man die aktuellen Staffeln bei Disney+, die erste gibt es bei Crunchyroll. In eine andere Welt geht's dann wieder mit I was reincarnated as a 7 Points, so I could take my time perfecting my magical ability. Wollte ich gerade sagen, aber das ist ja ein wiedergeboren Anime. Er wird ja in dieselbe Welt nochmal halt wiedergeboren und kommt jetzt nicht in eine Isekai-Welt. Aber das ist auf jeden Fall eine fantastische Fantasy-Serie, die ich echt ziemlich genossen habe und die soll jetzt mit einer zweiten Staffel weitergehen. Bis jetzt wurde auch noch nichts anderes bekannt gegeben, nicht mal ein Visual, was man normalerweise macht. Aber trotzdem, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hoffentlich gönnt die sich auch mal ein bisschen Pause, weil das war echt schon ziemlich krass, die letzten Folgen. Also die waren ziemlich episch. Deswegen, da habe ich auf jeden Fall Bock auf die zweite Staffel. Im Stream gibt es die Serie bei Crunchyroll. Da auch mit deutscher Synchro. Lustig wird's dann wieder in Rick and Morty, der Anime. Ja, da gibt's eine Anime-Version von der beliebten Serie Rick and Morty. Und jetzt wissen wir auch, dass das Ganze zu uns nach Deutschland kommt, aber leider nicht bei Crunchyroll oder sowas, sondern bei einem Pay-TV-Sender, nämlich Warner TV Comedy. Keine Ahnung, wer den hat, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich auf jeden Fall nicht. Dann haben wir News für alle Fairy Tail Fans, denn nicht nur geht es mit dem Anime weiter, sondern auch der Manga, der originale Fairy Tail Manga, bekommt ein neues Kapitel von Hiromashima. Keine Ahnung, was das soll, ist wahrscheinlich nur ein Werbegag für eben dann den Anime, aber ganz nett für die Fans natürlich, weil es geht ja eigentlich mit der 100 Years Quest einfach weiter, das ist ja die Fortsetzung, also ich weiß es nicht, ist ja auch egal, vielleicht geht dieses Kapitel ein bisschen wieder in die Vergangenheit, ich weiß es nicht, soll auf jeden Fall am 3. Juli erscheinen. Dann haben wir die News, dass das Animationsstudio 3 Herz zumacht, naja, nicht so wirklich, denn das wird eigentlich nur eben von A1 Pictures jetzt übernommen, die zum Beispiel bekannt sind für Solo Leveling oder eben auch Nier Automata. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt Sword Art Online Alternative Gun Gale Online von A1 Pictures produziert wird, sondern dasselbe Team eigentlich von eben Studio 3 Herz, das arbeitet trotzdem immer noch an der zweiten Staffel von Gun Gale Online. Nur halt der Name des Studios hat sich halt geändert und vielleicht kriegen sie auch noch ein bisschen zusätzliche Unterstützung. Das wäre auf jeden Fall super, weil ich bin ganz ehrlich, vor so ein paar Jahren hätte mich diese Meldung echt ein bisschen heftiger getroffen, weil da mochte ich einige Anime von dem Studio auch ziemlich gerne. Zum Beispiel Flip Flappers, diese Fantasy-Serie oder Princess Principle, aber eben auch die erste Staffel von Gun Gale Online waren fantastisch. Und ja, auch in letzter Zeit hatten sie auch eine nette Serie mit eben Healer Girl, aber viele waren nicht nur von A3 enttäuscht, also der hatte extreme Produktionsprobleme.
Probleme, sondern auch die zweite Staffel von Devil is a Part-Timer mochten nicht so viele und Marginal Service war eine totale Katastrophe. Also ganz ehrlich, so traurig bin ich nicht darüber. Und die Leute verlieren ja scheinbar nicht ihren Job, sondern werden einfach in einem anderen Studio untergebracht werden, nämlich A1 Pictures. Nun aber wieder zum leidigen Thema, den Zwangspausen. Und da erwischt es erneut The Misfit of Demon King Academy. Erst vor kurzem musste Episode 19 verschoben werden. Jetzt ist es die 22. Diese soll nicht am 21. Juni, sondern erst am 28. gezeigt werden. Das Blöde kommt jetzt aber noch. Zwar ist die 23. Folge für den 3. Juli geplant, plötzlich also Mittwoch anstatt Freitag, aber die 24. Episode hat noch keinen neuen Sendetermin. Ja super, ist sie noch nicht fertig oder gibt es keinen Platz im Fernsehen? Warten wir mal ab. Streamen kann man die Serie auf jeden Fall bei Crunchyroll, doch damit nicht genug. Auch der Geheimtipp Train to the End of the World muss verschoben werden. Aber zum Glück nur um eine Woche. So wird die 12. Episode erst am 24. Juni gezeigt. Ist auf jeden Fall keine Katastrophe, denn wir hatten deutlich Schlimmeres erwartet. So gab es Gerüchte, dass der Anime schon ab Episode 4 Produktionsprobleme hätte. Aber die haben sich wohl, zumindest bis jetzt, in Luft aufgelöst. Streamen kann man auch den Anime bei Crunchyroll. Leider haben wir auch eine kleine Enttäuschung bei Netflix. So haben sie nun die restlichen Folgen von Black Clover hinzugefügt. Jedoch diese ausnahmsweise ohne deutsche Synchro. Konnte man sich aber denken, da die nicht mal auf Disc erschienen sind. Also vielleicht sogar noch gar nicht vertont wurden. Hoffentlich wird die Synchro dann später nachgereicht. Nun aber auf zum Herr der Ringe-Film. Da wurden nun erste Bilder veröffentlicht. Er hat einen weiblichen Hauptcharakter und spielt hunderte Jahre vor den Ereignissen von Herr der Ringe. Am 20. September 2024 soll der Film auch in Deutschland und Österreich in die Kinos kommen. Er trägt den Namen The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Zumindest auf Englisch. Deutsche Synchro-Fans können sich nun aber über die Disc-Veröffentlichungen freuen. Denn da wäre einmal Bufri, I don't want to get hurt, so I max out my defense. Wir haben ja nicht mehr dran geglaubt, aber jetzt soll doch noch die zweite Staffel bei uns erscheinen. Und nun kann man sie auch bei Amazon vorbestellen. Was wiederum bedeutet, wir haben einen genauen Release-Termin, nämlich der 20. September für Volume 1. Wenn du aber jetzt schon vorbestellen willst, schau lieber beim Animoon-Shop vorbei. Holst du dir da gleichzeitig alle drei Volumes, kriegst du ein exklusives Vorbesteller-Extra, was es sonst nirgendwo gibt. Streamen kann man die Serie bei Crunchyroll. Die zweite Staffel dort aber ohne deutsche Synchro. Vom Verteidigen hin zur Magie geht es dann wieder in der Ancient Magus Bride. Da gehen wir in der zweiten Staffel ab in die Schule. Doch wann müssen wir zum Nachsitzen antreten? Jetzt haben wir die Antwort, nämlich am 6. September. Da erscheint gleich der komplette erste Teil der zweiten Staffel, also 12 Episoden. Das ist schon nice. Streamen kann man die Serie natürlich wieder bei der crunchigen Kugel, da sogar schon jetzt mit deutscher Synchro. Nostalgisch wird es sicherlich für viele bei Tenchi Muyo. Und wenn man von alten Anime spricht, dann ist meist Hardball Films dafür verantwortlich. Diese bringen den Harem-Klassiker erneut bei uns raus. Aber nun erstmals auf Blu-ray. Alle 13 OVAs von den ersten zwei Staffeln plus die Bonusfolge Tenchi Muyo Mihoshi Special sind enthalten. Am 2. August ist es dann soweit. Leider kann man die Serie nicht bei uns streamen. Ey, Hardball Films, mach doch mal eine Kooperation mit ADN oder Universe. Wäre cool. Dann haben wir schlechte Nachrichten für alle Idol-Musikfans. So muss die erste Staffel von Kizuna no Alele verschoben werden. Und zwar vom Juli auf den 19. September. Dafür erscheint sie wenigstens gleich mit 12 Episoden. Wie immer wiederhole ich hier nochmal, schau die Serie vorher bei Universe und dann vielleicht kaufen. Und dann können sich alle Mamoru Hosoda-Fans freuen, denn einige Filme von ihm wurden jetzt neu lizenziert. Wir wissen aber noch nicht, was damit geschehen wird. Also das Ganze wird von KSM bzw. Lion lizenziert. Vorher waren die Lizenzen bei KZ. Viele hoffen, dass sie einfach nochmal bei uns auf Disc erscheinen, weil einige davon sind eben ausverkauft bzw. vergriffen und dass man sie sich dann eben endlich mal holen kann. Aber es kann auch einfach im Kino veröffentlicht werden. Es kann eine Komplettbox geben mit allen vier Filmen. Who knows? Auf jeden Fall, die vier Filme sind Die Wolfskinder, dann Der Junge und das Biest. Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, einer meiner ersten Anime-Filme, finde ich fantastisch, habe ich damals bei Super RTL gesehen. Und dann natürlich noch Summer Wars. Ganz hart hat es jetzt jedoch Kadokawa getroffen. Der japanische Medienkonzern, bekannt für ihre Manga- und Anime-Veröffentlichungen, wurde durch eine Cyberattacke stillgelegt. Ihre Streaming-Seite Nico Nico muss wohl sogar für einen Monat offline bleiben. Auch generelle Veröffentlichungen von Kadokawa können sich verschieben. So wurden ihre Server mit einer Ransomware infiziert, also wo jemand den Zugang zu Dateien sperrt und den nur wieder freigibt, wenn man Geld zahlt. Der Angreifer hatte sogar so viel Zugriff, dass er die Server an- und ausschalten konnte, weswegen Kadokawa die Stromzufuhr für die Geräte kappen musste. Ob auch Anime und Manga von den
den Verschiebungen betroffen sind, ist aktuell noch nicht klar. Nun müssen alle deutsche Synchro-Fans stark sein, denn die Vertonung von dem Isekai-Anime Mushoroku Tensei Jobless Reincarnation wird pausiert. Und zwar komplett. Alle Episoden ab der 19. erscheinen nicht mehr wöchentlich, sondern man wird sie gebündelt am 14. Juli rausbringen. Woran das liegt, ist nicht bekannt. Ich gehe mal von der Verfügbarkeit von Sprechern aus. So hat Mushoroku Tensei extrem viele Charaktere. Und wenn mitten in der Staffel auch 90% der Figuren einfach ausgewechselt werden, ist das bestimmt nicht so leicht. Da die Serie so beliebt ist und auch bei uns auf Disc erscheint, will man auch sicherlich eine gute Qualität garantieren. So zumindest meine Vermutung. Streamen kann man die Serie bei Crunchyroll. Am 2. August erscheint auch die erste Volume von Staffel 1 bei uns auf Disc. Dann haben wir noch schlechte Nachrichten für alle Kaiju Number 8 Fans, denn dieser Anime bekommt ja einen simultanen Simuldub bei Crunchyroll, aber leider ruckelt es da ein bisschen, beziehungsweise die letzten beiden Folgen werden verschoben. Und zwar Episode 11 erscheint am 6. Juli um 17 Uhr erst und Folge 12, die kommt dann erst am 13. Juli um 17 Uhr raus. Also dann jetzt kein simultaner Simuldub mehr, aber ich sag's immer wieder, lieber sowas verschieben, als am Ende Sprecherwechsel zu haben oder irgendwelche Qualitätseinbußen zu haben. Darauf haben wir ja alle keinen Bock, besonders wenn die Serie vielleicht irgendwann bei uns auf Disc erscheinen wird. Da wollen wir, dass das Ganze natürlich auf einer guten Qualität ist, oder? Was ganz Verrücktes haben wir dann noch mit Cells at Work. So bekommt diese Action-Lernserie über den menschlichen Körper und seine Zellen eine Live-Action-Verfilmung. Ja, richtig gehört. Und der Trailer sieht crazy aus. Keine Ahnung, ob der Film gut wird, aber Bock drauf habe ich. Im Dezember soll er in die japanischen Kinos kommen. Hoffentlich auch irgendwann zu uns. Streamen kann man die Anime-Serie bei Crunchyroll. Kommen wir nun zu einer ganz doofen Situation. Und zwar rund um die Reverse Isekai Comedy-Serie Plus Size 11. Also wo eine Elfe ein bisschen abspecken will, denn sie liebt die Fritten aus der Menschenwelt einfach zu sehr. So wurde dieser von ADN als Simulcast-Titel angekündigt. Das Besondere, er soll nicht nur in der zensierten TV-Version streambar sein, sondern es wird wohl auch eine Uncut-Variante geben. Also ähnlich wie bei Gushing Over Magical Girls damals. Gute Nachrichten also für die Edgy-Fans, aber nicht für die, welche in Deutschland leben. Denn nach ein paar Stunden Jubel zog ADN die Lizenz doch wieder zurück. Es gab wohl Kommunikationsprobleme zwischen Frankreich und Deutschland. So hat bei uns nämlich Peppermint sich die Serie geschnappt. Hoffentlich bringen sie diese dann auch ungeschnitten raus und nicht nur auf Akiba Pass TV. Bitte danke. Aber nur als Info, sowas passiert nicht nur neuen Streaming-Anbietern, auch Crunchyroll musste eine Lizenzankündigung wieder zurückziehen. Nämlich für Nari Nari, Cheer for You. Hoffentlich landet die Serie nicht in der Lizenzhölle. So kommt sie nämlich von einem meiner Lieblingsstudios, PA Works, und sieht echt ziemlich nice aus. Aber warten wir mal ab. Für alle Anime, die im Sommer eine Fortsetzung erhalten, klicke aufs Video um rechts und für 20 Top-Anime auf Crunchyroll mit deutscher Synchro, gehe zum Video um links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Hast du ein ADN-Abo oder wirst du es dir holen? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann.